Ja, und diese Aufwärmrunde, Marc, die hat es nun wirklich in sich. Achten Sie drauf, was passiert. Man fährt zunächst mal los. Und jetzt hier? Ja. Fährt Michael Schumacher an dem Hill vorbei. Und das darf er ja nicht, weil normalerweise der Pole-Position-Mann das Tempo angibt. Da hat Damon Hill zwar ein bisschen gezögert und vielleicht war das auch ein bisschen Psychokrieg von Michael Schumacher, aber es war nicht nach Reglement, weil da steht ganz klar, der Pole-Position-Mann gibt das Tempo an in der Aufwärmrunde. Ja, und auch hier nach einigen Kurven nach wie vor Michael Schumacher vor Damon Hill. Also das war jetzt auch nicht mehr damit zu entschuldigen, dass Hill schlecht angefahren ist, Michael Schumacher einfach weggezogen ist. Hier hat man das dann korrigiert. Jetzt sind wir aber schon einige Kurven weiter, nämlich zurück auf der Startziellinie, also schon nach der ganzen Luffield-Kombination. Und das Ganze wird natürlich jetzt von Anfang an hinter den Kulissen für Diskussionsstoff sorgen. Doch, wie gesagt, das Rennen wird jetzt erstmal versucht zu starten, denn David Coulthard wird gleich in größere Probleme kommen. Aus Ihrer Sicht zunächst, also rechts vorne Damon Hill, dahinter Michael Schumacher, dann die zwei Ferrari. Und da der vierte von unten rechts, kommt Coulthard auf seinen Platz. Achten Sie jetzt mal auf ihn. Da! Er winkt, also Startabbruch entscheidet die Rennleitung, weil es ist zu gefährlich. Vor allem hier, wo die Startaufstellung in der Kurve drin ist, muss man abbrechen. Das heißt jetzt für den Schotten, er muss hinten anstehen. Das heißt, neue Aufwärmrunde und er muss stehen bleiben und sich hinten am Feld dann aufstellen. Das ist immer die Strafe dafür, wenn man für einen Startabbruch schuldig war. Jetzt kommen die Ingenieure und Mechaniker wieder zurück auf die Strecke, werden die Laptops anstöpseln. Bei Williams hat man es logischerweise eiliger, weil man ja nicht weiß, wie der Defekt genau aussieht. Hier der Mann mit dem Laptop. Zack. Ja, was war passiert? Warum ging der Motor aus? Charlie Whiting kommt zu ihm und erklärt ihm als Rennleiter, was er zu tun hat. Er muss nämlich hinten anstehen. Coulthard hat ja ein Neuling in der Formel 1, hört da sehr, sehr aufmerksam zu. Und es war übrigens nicht das Laptop, sondern die Batterie, die man da angeschlossen hat, um Startdruck aufzubauen, richtig? Ja, da ist offensichtlich der Strom zusammengebrochen. Und er muss jetzt stehen bleiben, deswegen der Mann mit der gelben Flagge, wie beim Fußball, Verwarnung. Und nicht auf die Strafbank, sondern in die letzte Reihe. Und schauen Sie mal an, Michael Schumacher macht's wieder, fährt wieder vor Damon Hill. Unglaublich, oder? Ja. Hat ihm das niemand gesagt. Jetzt hätte mir ja sagen können, der Erste hat ja nicht gezählt, da wäre es ja okay gewesen, aber er macht es zum zweiten Mal. Ja, also da mag sicherlich eine gewisse Unwissenheit auch eine Rolle spielen, denn das macht man ja nicht zweimal mit voller Absicht. Oder eben aus psychologischer Absicht, um den anderen zu zermürben, sage ich, fahre selbst in der Aufwärmrunde vor dir. In der Mitte des Silverstone-Circuits, der Flugplatz, der wird heute mittlerweile nicht mehr genutzt. Das ist Hubschrauberfläche und da stehen auch jede Menge Helikopter. Ja, damals konnte man noch mit dem Hubschrauber und mit dem Auto zum Motorschaden. Jordan Hart steht mit dem Eddie Irvine. Ja, das irische Jordan-Team verliert also beim britischen Grand Prix das erste Auto. Das ist Zanardi, den wir erwähnt hatten. Er startet aus der Boxengasse. Man war nicht rechtzeitig zum Vorstart fertig geworden. Also Lotus muss mit dem Mugen Honda Motor Probleme gehabt haben. Zanardi startet aus der Box. Sie sehen die Lücke. Der vierte von unten rechts fehlt. Coulthard steht ganz hinten, oben links die Ampel. Und jetzt kann der britische Grand Prix 94 im zweiten Versuch gestartet werden. Rot und dann grün, los geht's. Und da zerreißt ein Motor bei Martin Brundle im zweiten McLaren. Und wie? Vorne Hill, Schumacher 3, dann der erste Ferrari. Schumacher 2, der Ferrari auf 3. Barrichello noch vor Verstappen. Berger müsste es auf... Und Alesi quetscht sich da auch noch dazwischen. Aber der Damon Hill hat sich da nicht provozieren lassen von diesen zwei Vorstarts. Hat den Start gewonnen, den eigentlichen. Jetzt gilt's.
Dann mit der 0 auf 1. Schumacher auf 2. Stoke Corner. Ja, also umgebaute Strecke. Sie sehen es schon so, wie sie eigentlich heute ist. So ähnlich, wie sie heute ist. Sie ist noch ein bisschen modifiziert worden seither. Aber nach dem Tod von Ayrton Senna gab es diese schnellen Kurven nicht mehr in Silverstone. Hill, Schumacher, Berger, Barrichello, Alesi, Verstappen, Häkkinen. Das ist der Luffield-Komplex im Innenbereich. Und dann geht's zurück auf diese Start-Ziel-Gerade rechts herum hier. Und die Leute jubeln. Klar, Damon Hill liegt in Führung. Ja, der Damon Hill hatte viel Sympathien in England, natürlich auch als Sohn von Graham Hill. Und hier führt er. Und Michael Schumacher hatte nicht so viele Sympathien, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, der Deutsche seit Jahren in Großbritannien unbeliebt. Die britische Presse greift da sehr gerne zu sehr, sehr martialischen Schlagzeilen. Bis heute, wenn Michael Schumacher gewinnt. Da werden mal ganz schnell Kriegsvergleiche aus der Kiste geholt. Das Wort Panzer fällt im Zusammenhang in jeder dritten Zeile. Hier nochmal die Szene mit Brundle. Was ist da passiert? Da zerreißt schlicht und einfach der Motor in wahrster Form. In tausend Teile. Ja. Da ist er, Martin Brundle. Peugeot war zwar von Anfang an eigentlich konkurrenzfähig, aber eben nicht stabil genug, nicht konstant genug. Jean-Pierre Jabouille, der ehemalige Formel-1-Pilot, war Sportchef bei den Franzosen. Und dann wird der Ron Dennis zu Mercedes wechseln nach dem Peugeot-Abenteuer. Ich glaube, das wissen Sie. An der Spitze Schumacher gegen Hill. Er bleibt dran, der Deutsche. Ja, aber dahinter ist eine Riesenlücke bis zum Ferrari von Gerhard Berger. Konnte man damals Windschatten noch fahren im Jahr 94? Ja, auch schon nicht mehr so richtig. Aber besser als dann später, als die hohen Nasen noch höher wurden. Aber es war eigentlich schon so der Anfang vom Ende, weil der Frontflügel ganz einfach zu wichtig wurde. Wir sehen, wir haben noch so halb-halb. Einige Autos haben noch geteilte Frontflügel. Und die Top-Autos eigentlich alle bereits, außer dem Williams, mit einem durchgezogenen Flügel mit hoher Nase. Der Flügel bei Williams war ja auch durchgezogen. Sie sehen das vor der Nase praktisch. Also eigentlich so die letzte Variante, bevor man die Nase dann hochgenommen hat. Hier der Blick aufs Infield. Aus dem Hubschrauber gut zu erkennen. Und Damon Hill beendet eine weitere Runde als führender. Michael Schumacher ist aber der schnellste im Anfang jetzt. Und das ist der erste Ausfall von Zanardi. Also das hat nicht lang gedauert, nachdem aus der Boxenausfahrt gestartet war. Für Lotus, für dieses Traditionsteam mit dem nach wie vor gut klingenden Namen, über 70 Grand Prix-Siege, ein Ausfall. Die ganze Hangar-Straight-Vorsprung. Ja, die beiden schenken sich auch nichts, deswegen dieser Vorsprung. Damon Hill weiß natürlich, es kommt ein Boxenstopp. In der Regel 2, ja. Auf solchen Strecken, weil man durfte ja in diesem Jahr nachtanken. Und der Asphalt und die Streckencharakteristik fressen natürlich auch die Gummis. Also 2 Stops und bei dieser extremen Hitze für England, ja, ungewöhnlich heiß, über 30 Grad an diesem Tag. Das sind die Argumente für 2 Stops. Panis gegen Blundell. Blundell und dahinter die Kamera, die wir vorher gesehen haben, das ist Davy Coulthard, der ja von der letzten Startposition gekommen ist und jetzt durchs Feld durchpflügt. Das ist eine ziemlich gute Vorstellung des Schotten. Der hat aber auch ein ziemlich gutes Auto, muss man dazu sagen, weil der Teamkollege führt das Rennen an. Thank you.
Jetzt geht's schon los mit den Überrundungen. Vielleicht die Chance für Michael Schumacher. Ja, da war also Damon Hill bekannterweise ein bisschen vorsichtiger als Michael Schumacher, der ziemlich konsequent vorbeifuhr beim Überrunden. Und die Leute hatten dadurch auch genügend Respekt vor ihm, so ähnlich wie Ayrton Senna das auch immer gemacht hat. Jetzt muss man wissen, dass Hill natürlich bei Prost gelernt hat. Der war ja auch immer sehr, sehr auf Sicherheit bedacht. Prost seit Ende 93 in Rente. Deswegen auch die Nummer 0. Richtig. Und Ausfall. Eric Comas im Larousse ist das. Motorschaden. Wie die meisten Ausfälle in diesem Rennen, die Motoren bei dieser Hitze einfach mehr gefordert als erwartet. Und der erste Boxenstopp. Ja, ein Routinestopp. Nachtanken, wie gesagt, erlaubt. Zum ersten Mal wieder nach langer Zeit, also seit eigentlich der Turbo-Zeit in den 80er Jahren, war jetzt das Nachtanken wieder erlaubt. Und jetzt gibt es eine Entscheidung der Rennleitung. Man beschließt Michael Schumacher für diese zwei Vergehen in beiden Aufwärmrunden mit einer 5-Sekunden-Strafe zu bestrafen, Marc. Was heißt eine 5-Sekunden-Stop-and-Go? Damals wurde es hier noch von der Rennleitung selbst gemacht, also nicht die eigene Box durfte das machen, sondern man musste innerhalb von zwei Runden zur Box kommen und am Ende der Boxenstraße anhalten. Da war ein Offizieller und der hat einem das Schild gezeigt. Berger überrundet. Hill also noch hinter den Ferrari-Pilot zurückgefallen. Und noch eins zur Verdeutlichung. Man darf also nicht, wenn man in die Box fährt, seinen Routinestopp abwickelt, am Ende der Boxengasse anhalten, da wo die FIA-Marshals stehen und dann noch quasi einen zweiten Stop einlegen, sondern man muss das in zwei getrennten Anläufen in der Box regeln. Genauso wie es heute ist, nur heute der Unterschied zu heute ist einfach, dass das Team dann die Strafe selbst machen kann, muss. Und damals haben sie offiziellen gemacht, aber man durfte bei der Gelegenheit eben nicht nachtanken oder Reifen wechseln. Jetzt sind wir sehr gespannt, was Michael Schumacher machen wird. Hier und kommt er jetzt rein. Achtung! Wir erwarten eigentlich das 5-Sekunden-Absitzen, aber er geht zur Box und holt sich Sprit und neue Reifen. Genau. In der 18. Runde, also tun sie so, als wäre nichts gewesen, wickeln einen sehr schnellen Routine-Stop ab und am Ende der Boxengasse, 120 war übrigens das Tempolimit damals, 94, fährt er da vorbei. Da unten links wäre die Stelle. Ja, aber jetzt hat er Reifen gewechselt, also jetzt hätte es auch, wäre es ungültig gewesen. Und somit gehen die Diskussionen hinter den Kulissen weiter. Michael Schumacher fällt noch hinter Berger zurück. Jetzt Coulthard beim ersten Stopp. Aber nochmal, er ist einfach echt gut gefahren. Auch wenn er ein tolles Auto hat, erstmal da durchpflügen. Ich meine, er muss erstmal durch das Feld durchkommen. Ja. Das war schon stark für so einen jungen Fahrer und unerfahrenen Piloten. Berger hat jetzt kurzzeitig die Führung, weil er nämlich noch nicht gekommen ist. Und wir dürfen ihn gerne verraten, er kommt auch noch nicht in den nächsten Kurven, in den nächsten Runden. Und die Gegner fliegen auf neuen Gummis heran. Auch damals galt neuer Reifen trotz Nachfassens von Sprit als wichtiger, genau. Ja. Die Autos waren noch nicht so empfindlich wie heute auf volle Tanks. Das Gewicht war noch nicht ganz so entscheidend. Die neuen Reifen haben mehr ausgemacht. Jetzt bleibt Berger da noch hängen und Michael Schumacher fliegt heran. Und was uns bei der Diskussion um Stop and Go entgangen ist, ist nämlich, dass er vor Damon Hill auf die Strecke gekommen ist. Und jetzt das Rennen anführt. Nicht anführt, sondern vor ihm liegt. Da hinten sehen Sie ihn. Aber demnächst führt er es nämlich an. Ja. Wenn er an diesem roten Ferrari vorbei ist. Der sich aber richtig breit macht und das ist natürlich auch völlig legitim. Hier die Onboard von Michael Schumacher. Ja.
Schön zu sehen an den Heckflügeln die Kameras. Ja, die liefern diese fantastischen Onboard-Bilder. Schumacher muss sich beeilen, an Berger vorbeizukommen, weil Hill heranfährt. Also noch mehr Druck gleich. Ferrari gegen Benetton. Geht Berger in die Box? Denkste? Also muss er ihn überholen. Das wäre jetzt angenehm gewesen. Aber der Ferrari ist schnell. V12 Power auf diesen Graden. Ja, und eben leichter. Das heißt, beim Beschleunigen spürt man das natürlich. Obwohl ja eben mit Zwei-Stopp-Strategie nicht so viel Sprit getankt wurde. Trotzdem spürt man beim Herausbeschleunigen, dass der Ferrari wegzieht. 0,5 Sekunden sind es auf der Uhr. Schaut Berger schon mal in den Spiegel. Ja, und bei Michael Schumacher ist der Vorteil der neuen Reifen jetzt nach zwei Runden auch schon wieder weg. Dieser Extra-Grip, den es ja immer gibt mit neuen Reifen, den hat er schon wieder verloren. Die Gane von Abbey, jetzt die Bridge Corner, eine sehr schnelle rechts, also eine schnelle Kurve gibt es immer noch. Praktisch unverändert heute, aber das Luffield hier, das ist heute ein bisschen besser ausgebaut. Und versucht es im Infield, da ist er einfach stärker mit seinem Benetton, mit dem Cosworth Power. Und Damon Hill schließt mehr und mehr auf. Der ist quasi dran. Berger bleibt eine weitere Runde draußen. Und jetzt gibt es wieder Trouble hinter den Kulissen, denn die Rennleitung beschließt, Michael Schumacher die schwarze Flagge zu zeigen. In der 22. Runde die Entscheidung Black Flag. Was heißt das, Marc? Ja, nachdem er ja die 5-Sekunden-Strafe nicht angetreten hatte, hat es eine Diskussion gegeben zwischen den Teamverantwortlichen und der Rennleitung. Und die Rennleitung sagt, wenn du nicht reinkommst, sagt das Reglement, es gibt schwarze Flagge, das heißt Disqualifikation. Das heißt, das Rennen ist für ihn eigentlich zu Ende. Tja, eigentlich, du betonst es schon richtig, denn Michael Schumacher und Flavio Briatore diskutieren über Funk. Tom Walkinshaw, damals mehr oder weniger Rennleiter bei Benetton, ist bei Roland Brunserade und Charlie Whiting und Co. Wir bekommen nachher auch noch einige Bilder von dieser Szene. Und man diskutiert, man protestiert. Und man denkt gar nicht daran, Michael Schumacher in die Box zu holen, denn diese Anweisung würde ja vom Team kommen. Ja gut, er sieht sie natürlich, weil die Flagge wird oder wurde damals auch die 5-Sekunden-Strafe von der Rennleitung angezeigt. Und jetzt ist er vorbei und führt das Rennen an, aber bei Start und Ziel wartet die schwarze Flagge. Mit der Nummer 5 herausgehalten. Genau, und das ist nicht für 5 Sekunden. Jetzt geht Berger zum Tanken. Hier. Die 5, also für die Startnummer 5, das hat nichts mit 5 Sekunden zu tun, sondern das ist eine Disqualifikation. Während Berger abgebogen ist zu seinem Routine-Stop. Das wird wohl der einzige Stopp sein bei ihm, deswegen hat er so lange gewartet. Die Rechnung könnte aufgehen. Ja, kann man denn diese Flagge übersehen? Also fairerweise muss man sagen, in Silverstone, hier sehen wir nochmal ein Angriff. Wie Berger diesen Fehler da hat, ja. Und Berger verbremst sich leicht. Und das nutzt Michael Schumacher aus. Hier, Brunserade rechts, links Tom Walkinshaw und es wird diskutiert. Kann man denn die Flagge überhaupt sehen in dieser Startzielgerade rechts ums Eck? Eigentlich schon, weil es ist natürlich innen in der Kurve, das heißt, man schneidet die Kurve an dieser Stelle. Aber man muss auch sagen, der Fahrer muss sich an dieser Stelle auch auf die Strecke konzentrieren, weil es ist eine Rechtsbiegung, die voll durchfahren wird, aber nicht ohne ist. Also fairerweise muss man wirklich sagen, hier kommt sie jetzt, diese Kurve. Dass man natürlich in dieser Kurve nicht unbedingt jetzt rechts hochschaut, wo der Rennleiter steht, sondern erst anschließend da, wo die Tafeln sind, des Teams. Also das Team ist natürlich da mitverantwortlich und die müssten ihm eigentlich zeigen. Aber die wollen nicht. Und ich kann mich noch erinnern, dass Michael irgendwann mal gesagt hat,
Stay out will sort it out. Das heißt, bleib draußen, wir werden das aussortieren mit der Rennleitung. Und das war natürlich der total falsche Entscheidung. Also auch viel Funkverkehr zwischen Flavio Briatore und seinem Piloten. Der muss nebenbei noch Rennen fahren. Das ist Jean Alesi. Ja, und das letzte Mal, dass es eine vergleichbare Aktion gab, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, 89 Portugal, Menzel bekam die schwarze Flagge, sah sie nicht laut eigener Aussage, verunfallte dann, konnte gar nicht disqualifiziert werden. Und das nächste Rennen wurde Nigel Menzel gesperrt. Das ist der Teamkollege von Berger, deswegen habe ich mich gerade versprochen. Jean Alesi im Ferrari, on board in Bridge. Ja, und der ist jetzt durch den Boxenstopp seines Teamkollegen auf Platz 3 vorgerückt. Also jetzt kommt Michael Schumacher rein und wird diese 5 Sekunden ja, also absitzen. Eigentlich die ursprüngliche Strafe absitzen, obwohl ihm schon die schwarze Flagge gezeigt wurde. Und die Marshalls am Ende der Boxenstraße werden natürlich jetzt das durchführen. Da sah man auch das Schild mit der 5 drauf. Und jetzt geht Michael Schumacher wieder raus. Natürlich, damals meinten wir, als wir das Rennen gesehen haben, dass jetzt, sagen wir, dass eine Einigung gewesen wäre zwischen der Rennleitung und den Teamverantwortlichen. Dem war aber nicht so, sondern das war dann irgendetwas, ein Kompromiss, den das Team eingefädelt hatte, aber natürlich nicht legal war vom Reglement her. Also um vielleicht auch größere Diskussionen abzuwenden, sich gegen die Sporthoheit zu stellen, ist unklug. Siehe 89, haben wir ihn gerade erklärt. Sitzt man also doch diese 5 Sekunden ab. Damit hat man aber nach wie vor die schwarze Flagge im Prinzip ignoriert, übersehen. Alesi beim Routinestopp. Hier wird hohe Drehzahl beim Tanken und langsames Wegfahren. Immer wieder fällt mir das auf, dass in diesen Jahren, dass der Tankstopp zwar schnell war, aber das Losfahren dann unheimlich lange gedauert hat. Mika Häkkinen im verbliebenen McLaren Peugeot. Also der Mann mit der Null führt jetzt wieder diesen Grand Prix an. Damon Hill beim Heimspiel. Schumacher 17,3 zurückgefallen. Natürlich nicht nur diese 5 Sekunden, das Rennen rausfahren. 120 damals das Tempolimit. Muss man ja mitberechnen. Berger nach Stopp auf 3. Barrichello im Jordan. Dann Jean Alesi. Und auf 6 Mika Häkkinen im McLaren Peugeot. Das sind die Punktekandidaten. Und Berger fällt aus. Da kommt hinten viel Öl, viel Rauch raus. Da kotzt der Motor. Er fährt aber noch, obwohl das Auto qualmt. Also Alesi, der verbliebene Ferrari-Mann. Damals schon 94 war Jean Todt Teamchef der Roten. 93 saß der Franzose am Kommandostand. Er kam ja von Peugeot, dass die dann auch Formel 1 machten und zu McLaren gingen. Nie etwas erreichten, muss man auch so deutlich sagen. War die Entscheidung von Jean Todt schon richtig. Er war ja Gruppe C-Weltmeister mit dem 905 geworden. Damon Hill verliert von seinem Vorsprung, aber trotzdem, er ist doch relativ groß. Immer noch 17 Sekunden. Das Auto wirkt sehr hart, werden Sie feststellen, wenn er so über Unebenheiten fährt. Der Grund, 1994 waren ja aktive Aufhängungen verboten. Und man musste wieder mit konventioneller Aufhängung arbeiten. Da der Unterboden aber schon ziemlich Anpressdruck abgab, musste man die Autos möglichst hart machen, um diesen Bodenabstand einzuhalten.
Also das Auto, mit dem Prost so souverän Meister geworden ist, mit dieser aktiven Aufhängung und Traktionskontrolle, war nicht mehr da. Man musste alles mechanisch lösen. Und jetzt Coulthard Angriff auf Alesi. Stark. Also vor Stowe rauszuziehen und zu attackieren, ist schon sehr mutig. Davor fährt Johnny Herbert im Lotus. Aber der müsste überrundet sein. Jetzt wieder Coulthard gegen Alesi. Achtung vor Abby. Da könnte es gehen. Er lässt es aber bleiben. Alesi zu überholen auf der Bremse ist ja ein schweres Unterfangen. Während vorne Hill eine Sekunde nochmal verloren hat auf Michael Schumacher, aber das wirkt kontrolliert. Das ist erst der dritte Grand Prix für David Coulthard. Aber er ist auf heimischem Boden, zumindest wenn man Briten, Schotten, einen Schotten britisch sieht, anschaut. Ja. Und noch ein Fakt, Alesi fährt den 77. Hill zum Zweiten. Kamera am Helm. Und weg. Das ist Michael Schumacher, der direkt dahinter kommt. Auch das ist sein zweiter Stopp, zumindest sein zweiter Tankstopp. So, ab da ist die Tempobegrenzung aufgehoben und dann kommt diese Rechtskurve. Wieder zu Alesi und Coulthard. Wie gesagt, Jean im 77. seit 89 in der Formel 1. Fast schon alter Hase. Gegen das Greenhorn aus Twinholm, David Coulthard. Ja, wenn der damals, als er mit Tyrrell seine Formel-1-Karriere anfing, zu Williams gegangen wäre, Anfang der 90er Jahre, es gab er ein Angebot und nicht seinem Herzen gefolgt wäre, zu den Roten zu gehen. Alesi ja zwar Franzose, aber eigentlich ist er ja viel mehr Sizilianer. Dann wäre seine Karriere vielleicht anders gelaufen. Vom Temperament her bestimmt. Ne? Allerdings. Achtung. Und wieder Achtung, aber welche Seite? Gehen wir mal rechts. Stark gemacht, wollte ich sagen. Ich sagte, Alesi auf der Bremse zu überholen, ist fast unmöglich, wenn sein Auto noch einigermaßen funktioniert. Heiße Situation. Die Kamera, die Sie übrigens immer wieder sehen, sitzt vorne zwischen den Vorderrädern auf dem Auto, also oberhalb der Nase, sehen Sie diese Kamera, die immer wieder eingeschaltet ist, wenn wir das Heck von Alesi in voller Größe sehen. Nochmal werden. Und er geht zum Tanken. Ja. Und somit, leider gibt es keine Entscheidung in diesem Duell. Wer aber trotzdem durchs ganze Feld fährt, von ganz hinten auf Position 5, der kann schon fahren. Ja, aber das haben wir in der Zwischenzeit ja auch feststellen können, in vielen Jahren. Brakes und 120 steht auf dem Lollipop. Das sieht gut aus für Damon Hill. 17 Sekunden vor Schumacher. Konsolidiert seinen Vorsprung hier. Der Mann mit der Null. Eigentlich kann man sagen, muss er nur durchfahren. Die Stops sind absolviert. Dann wird Hill hier britischer Grand Prix-Sieger. Im britischen Auto. Auch Häkkinen sitzt im britischen Auto, aber mit französischem Motor. McLaren Peugeot.
Ja, und er ist richtig gut dabei. Also, wenn man denkt, im Vorjahr fuhren sie noch mit Ford Power und jetzt mit Peugeot Power eigentlich auch auf dieser anspruchsvollen Strecke, was die Motoren angeht, wir haben ja schon viele Motorschäden gesehen, recht gut dabei. Auf 5, direkt dahinter ist Rubens Barrichello. Die beiden werden noch ihr Tête-à-Tête haben. Denn Barrichello fährt für Jordan. Die wohnen direkt hier gegenüber der Fabrik, schlafen da zwar nicht, aber sind beheimatet. Die Jordans Fabrik, ein Steinwurf vom Haupteingang entfernt. Und der wird versuchen, natürlich Mika Häkkinen noch zu kassieren. ...71 Sekunden zwischen dem ersten und dem vierten. Riesige Abstände jetzt. Aber wir haben das ja gleich am Anfang gesehen, dass da Damon Hill und Michael Schumacher dem ganzen Feld davongefahren sind. Und das hat sich jetzt noch verstärkt. Nach 48 von 60 Runden ist das hier der Stand. Wir sind wieder bei Michael Schumacher. Für ihn läuft soweit alles okay, auch für die Weltmeisterschaft. Er hat ja so viel Vorsprung, dass der zweite Platz auch kein Problem wäre. Aber es sollte noch anders kommen. Richtig. Dazu nachher noch in den letzten Runden. Jetzt erstmal das Rennen hier. Jean Alesi ist den lästigen David Coulthard wieder los durch den Tankstopp. Diese Verschiebungen, so wie wir es heute kennen. Michele Alboreto in Minardi. Auch er war ja mal Ferrari-Pilot, 85 Vize-Weltmeister. Was für ein Abstieg. Hä? Coulthard wird jetzt gleich überrundet von Damon Hill. Und der macht brav Platz. Coulthard liegt nur 10 Sekunden hinter diesen beiden hier. Häkkinen und Barrichello. Kann man vermuten, dass Hill hier die Pace angibt und Coulthard folgt? Folgen kann er was lernen, kann er sich ziehen lassen? Ja, ich denke auch, dass er vielleicht der David Coulthard ein bisschen müde ist, weil er ganz einfach so attackieren musste. Und jetzt sich begnügt damit, einfach das Rennen zu Ende zu fahren. Es sind noch 8 Runden und da sieht er ein, dass er nicht mehr allzu viel erreichen kann. Eine Fehlüberlegung übrigens, wie eine Szene dann später zeigen wird. Ja, also zunächst die vorläufige Reihenfolge. Vorne scheint alles in trockenen Tüchern. 18,5 Sekunden. Und Coulthard bleibt jetzt dran an Damon Hill. Ja, gut, Damon Hill hat natürlich ein bisschen Tempo weggenommen. Aber natürlich möchte David Coulthard auch zeigen, dass es eigentlich auch könnte. Schönes Fotofinish. Aber es zeigt nur, dass David Coulthard nicht immer volles Rohr gefahren ist. Sonst hätte ihn der Damon Hill nicht eingeholt.
Was aber auch typisch ist für einen jungen Fahrer, dass er eben nicht immer alles gibt. Und jetzt lässt Hill dann Coulthard wieder durch. Ja, weil er gemerkt hat, der gibt noch Gas. Ich muss nicht mehr, weil mein Vorsprung ist groß genug. Das soll doch der fahren. Ich lasse mich nicht drängeln von meinem jungen Teamkollegen. Und im direkten Duell gegen Barrichello und Häkkinen könnte Coulthard jetzt so eine Runde länger fahren. Also eigentlich müsste man es jetzt hierbei belassen. Eigentlich, du sagst es. Ja. Denn Häkkinen und Barrichello nur noch 0,5 Sekunden voneinander getrennt. Das heißt, die beiden fahren direkt hintereinander. Sogar weniger Abstand als diese beiden hier haben. Michael Schumacher hat Martini und Frenzen vor sich zum Überrunden. Ja, Hill kann jetzt natürlich auch etwas beruhigter das Tempo angehen. In den letzten Runden. Muss das Auto nach Hause tragen. Coulthard hingegen hat noch was zu gewinnen. Hier sind die beiden, Häkkinen, Barrichello. Ja, und der ist langsam aufgeschlossen. Meter für Meter kämpft er sich heran. Es geht um Platz 4. Ja, und fürs britische Prestige. Wie gesagt, Jordan gleich gegenüber mit der Fabrik. Und McLaren natürlich das britische Team von Ron Dennis. Christian Fittipaldi, der da überrundet wurde. Ja, und Hill lässt es ruhig angehen jetzt. Bleibt da sogar noch einige Kurven hinter dem Footwork-Piloten. Vorletzte Runde jetzt für Damon Hill. Ja, und er will natürlich jetzt nichts mehr riskieren. Heimsieg, was gibt Schöneres? Und jetzt beginnt Damon Hill die letzte. Final Lap, noch einmal 0,0 und jetzt Kilometer. Achten Sie darauf, David Coulthard lässt Damon Hill wieder vorbei. Und das ist ein schwerer Fehler, wie eine Szene dann zeigen wird. Weil wenn er vor Damon Hill durchs Ziel fährt, kann er noch eine zusätzliche Runde fahren. Und jeder, der in dem Moment in der gleichen Runde sich vor ihm befindet, noch ausfällt, den könnte er ja noch überholen auf der Strecke. Aber wenn er hinter ihm durchs Ziel fährt, wird er ja abgewunken und kann die Runde nicht mehr zu Ende fahren. Ja, und du sagst es, denn Häkkinen und Barrichello liegen dann noch im Clinch. Ja, und jeder, der stehen bleibt, ja, Benzin ausgeht, was auch immer, wäre dann hinter ihm. Also das sollte man nie freiwillig machen. Damon Hill, der ja noch nie den Heim-Grand Prix gewonnen hatte, fährt hier einem seiner größten Triumphe entgegen. Noch einmal durchs Infield. Bridge schon fast hier in Kaffeefahrttempo. Dann Luffield, dieser Infield-Komplex. Und dann geht es heraus auf diese letzte Rechtskurve vor Start und Ziel. Zum Jubel der 70.000 Zuschauer gewinnt Hill in Großbritannien 1994. Und Coulthard wird hinten abgewinkt. Michael Schumacher sieht zunächst die Flagge auf Position 2. Und dann passiert zwischen Häkkinen und Barrichello Folgendes.
Alesi. Haben wir noch vergessen, der ist Dritter. Kommt jetzt in die letzte Kurve. Und dann der Finne und der Brasilianer. Letzte Kurve. Und Barrichello schiebt den Finnen ins Aus. Der steckt. Und Barrichello hat sich die Vorderradaufhängung zerbrochen, versucht jetzt das Rennen in der Box zu beenden. Das ist auch okay, weil da fährt er ja auch vor, bevor er in der Box ist, über die Ziellinie. Ihm wird geholfen und weil der Motor noch läuft, war es damals erlaubt zu helfen. Der fährt über die Ziellinie und fährt noch vor Barrichello über die Ziellinie, weil der andere halt mit seinem abgebrochenen Rad zu langsam ist. Um 1,1 Sekunden wird Häkkinen Dritter, Barrichello Vierter und Coulthard, Mark, hätte er die Runde noch fahren können, wäre er vielleicht wäre an beiden vorbeigefahren. So lange, wie das gedauert hat mit dem Rausschieben, wäre er vorbei gewesen. Also, Coulthard verliert hier im Prinzip den dritten Platz. Und Michael Schumacher verliert nicht nur 6 Punkte, sondern wird auch nachträglich noch disqualifiziert, Marc. Ja, wegen Missachtung der schwarzen Flagge. Also dieses zu späte Antreten war natürlich völlig gegen das Reglement. Es gibt 2 Runden, da muss man reinkommen. Er hat es nicht gemacht. Und die ganze Diskutiererei im Nachhinein wird er disqualifiziert. Und legt Protest ein und dann wird das Urteil noch verschärft und wird für 2 Rennen gesperrt. Die dann übrigens Damon Hill gewann. Auch die gibt's im digitalen Fernsehen. Später gewann dann Michael Schumacher 94 den Weltmeistertitel im letzten Rennen in den Straßen von Adelaide gegen Damon Hill. Das war die Story im Jahr 94. Hier noch das Ergebnis, so wie es unmittelbar nach Rennen feststand. Der richtige Ausgang lautet dann später korrigiert Hill, Alesi, Häkkinen, Barrichello, Coulthard und Ukyo Katayama nimmt 1 Punkt auf Position 6 mit. Das war's. Racing.